Hier mal wieder ganz kurz aus der Praxis möchte ich euch ganz schnell nochmal etwas erklären zu Druckstellen. Viele Leute haben natürlich jetzt wieder ihre High Heels angehabt über die Feiertage, die sie lange im Schrank hatten. Unseren berühmten Theaterschuh, wie ihr wisst, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Und haben den angehabt, lange nicht angehabt, sind damit natürlich rausgegangen, der Fuß ist angeschwollen. Und was ist das Endergebnis? Natürlich eine Druckstelle, ein Hühnerauge. Ganz wichtig, wenn ihr eine Druckstelle habt zwischen den Zehen, ich mal das jetzt hier einfach mal an, ihr habt hier unten eine Druckstelle, ihr seht hier in Rot, wahrscheinlich hier auf der anderen Seite dann auch noch eine etwas verhornte Stelle, die sich durch die Feuchtigkeit in dem Bereich natürlich mit der Zeit entzündet. Ihr seht, guck mal, ich war nur hier so ein bisschen aneinander, die Stelle wird natürlich schon automatisch größer. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht hingeht und anfangt, riesen Fußbäder zu machen, ja, alles durchfeuchten. Ganz, ganz wichtig ist es, diese ganze Stelle erstmal trocken zu legen, vom Druck runterzukommen, das ist wichtig, ja, und ich zeige euch auch gleich mal wie. Das heißt, ihr nehmt euch eine Mullbinde, ja, schneidet so ungefähr 20 cm ab und ich zeige euch das jetzt mal, rollt diese auf, ja, einfach aufrollen, das ist ganz wichtig. Ihr könnt eine breitere, ich habe jetzt eine schmale, wichtig ist, dass es eine weiche ist. So, und dass ihr euch hier zwischen diesen Stellen, wo das Hühnerauge ist, auf jeden Fall, das ist der Fuß, ja, ich stelle das jetzt nur an meine Hand da, dass ihr euch dazwischen einen Abstand schafft, das ist ganz wichtig. Was du noch machen kannst, wenn du sagst, das hält nicht, dann nimmst du einfach einen Hansaplast von der Rolle, gehst hin, schneidest das einmal etwas dünner, setzt das hier an und klebst dir das praktisch hier rein. Wichtig ist, Leute, nur, wenn ihr solche Druckstellen habt und ihr seht schon, hier ist es auseinander, die dürfen auch an den Zehen nicht mehr aneinander reiben. Egal, ob das jetzt hier zwischen ist, dazwischen ist, ja, macht euch ein weiches Polster mit einer Mullbinde, steckt das rein, Strümpfe drüber und dann habt ihr schon mal das erste, was euch schützt, was euch diese Sache auseinanderhält. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt noch sagt, okay, das mache ich, aber dann passt mein Schuh nicht mehr, dann sage ich euch ganz ehrlich, Leute, ich klopfe mal hier an, ich klopfe mal hier an die Kamera, Leute, dann passt der Schuh sowieso nicht. Also die Breite, wenn ihr hier so etwas zwischen den Fußzehen habt, die sollte immer noch in den Schuh passen, ohne Druck, weil sonst wird sich das hier auch nie bessern. Ist diese Stelle aber schon entzündet, da bitte hingehen. Wir arbeiten hier mit dem Prontoman-Gel. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So ist, glaube ich, besser zu sehen. Ja, das ist ein entzündungshemmendes Gel, fährt die Bakterien runter und dann setzt ihr euch da ein kleines Pflaster drüber. Aber bitte auch hierbei nicht vergessen, auch wenn ihr das mit dem Gel macht, bitte immer polstern, dass ihr hier keine Feuchtigkeit mehr reinkriegt in diesem Bereich. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ihr sagt, das hält nicht, nehmt euch einen Hansaplast von der Rolle, ja, legt das hier drüber, fixiert das ein bisschen und zur Not, nachts kann das raus, ja, dann schwitzen die Füße nicht ganz so, aber am Tag bitte, sobald ihr in die Schuhe geht, wieder ranmachen. Ich würde es auch die ersten Tage lassen, ihr werdet eine Entlastung spüren und ganz wichtig bei einer Entzündung, Arzt fragen, ganz, ganz klar, auch da bitte, auch wenn er sagt Fußbäder und, das Hühnerauge muss entfernt werden. Ja, das ist ganz wichtig. Sucht euch euren Fußpfleger, euren Spezialisten, fragt mal ein bisschen rum, googelt, ja, wer euch dieses entfernen kann, ganz wichtig. Und nicht direkt chirurgisch dran gehen lassen, weil in der Regel kann man das, wenn es noch nicht ganz entzündet ist, auch schmerzfrei entfernen. So, ich hoffe, dass ich euch wieder einen kleinen Tipp geben konnte und dann bis dahin. Tschüss.